Sonnenaufgang in den Bergen. Es ist nass, kalt und laut Wetterbericht wird es garantiert nicht besser. Aber niemand hat gesagt, dass es lustig wird. Das ist einer der Momente, von denen man später noch sagen wird, weißt du noch damals als ich? Aber meistens beginnen genau diese Geschichten ganz harmlos mit einer witzigen Idee. Grüß dich, ich habe eine witzige Idee. Warum witzige Ideen immer irgendwas auch mit Regen zu tun haben müssen? Das weiß ich nicht. Aber ich habe mein Zeug zusammengepackt und habe mich aufgemacht zum Toni seiner Hütte. Es gibt sicher einfachere Wege, das ist mir vollkommen klar. Es geht in dem Video jetzt aber nicht darum, wie man einfach irgendwo hinkommt, sondern um Epic Bike Adventure. Heutzutage muss ja alles immer größer, stärker, schneller, leichter, teurer, besser werden. Radlfahren ist ja auch nicht einfach nur irgendwie ein bisschen auf den Home Trails rumradeln. Nein, da muss alles immer epic. Ne? Und um diesen Epic ein bisschen auf den Grund zu gehen, auf den Zahn zu füllen, schauen wir mal, ob Epic das neue Normal ist. Oder ob nicht Normal auch schon Epic ist. Ja, in dem Fall war ich mit dem Radl sogar schneller als der Toni mit dem Auto, aber letztlich ähnlich ist er da. Servus, ich bin's, der Toni. Ich bin vom Bergglühn und ich biete Fahrradtouren an, Alpenüberquerungen. Ich mache Touren für Orbea oder für irgendwelche Sportartikelhersteller und habe noch ein Radlgeschäft und natürlich auch Orbea in meinem Radlgeschäft. Oh. Grüß dich. Grüß dich. Hörst du so ein schönes Level? Ja. Extra? Ja. Für was schönes Level? Du, zu euch raufkommen ist gar nicht so leicht. Nein, das machen wir schon so. Das war schon. Ja, ja. Aber dafür ist es herum umso schöner. Dafür ist es herum umso schöner. Dann kann man schon lassen, gell? Kann man lassen. Ist das alle Nächte so? Ja. Ah! Jede Nacht quietschen die Kühe. Aber manchmal sind sie da hinten, dann hören wir es nicht.
Nein, ich sage ja rauf und da nicht wegen. So fängt man an. So fängt man. Erste Lehrstunde. Erste Kürzung. Die gehen ja eh voll, da muss man ja gar nichts machen. Aber das ist wie wenn du auf Tour bist. Wie heißt das was? Wie wenn du auf Mountainbike-Tour bist. Mountainbike-Tour. Da muss man die Leute zusammentreiben oft, das stimmt. Oha. Nein. Ja, ich mach das ja. Ich mach das fantastisch. Ich bin der geborene Kurtreiber, so schaut's aus. Ein Wahnsinn. Von hinten schaut es ja gar nicht mehr so gut aus wie von vorn. Wie viele Alpengenoss magst du so im Jahr? Dieses Jahr sind es 5, genau, und 2 bis 3 andere Touren. Magst du Alpengenoss mit E-Mountainbikes, Mountainbikes oder gemischt oder beides? Oder? Genau, also einmal machen wir es mit Biobikes, dann machen wir es auch mit E-Bikes und das ein oder andere Mal habe ich schon so eine Hybrid-Tour gemacht mit E und mit Biobikes, genau. Ist aber dann ein bisschen schwieriger von der Gruppenzusammenstellung. Ja, was werden wir jetzt essen? Oder was? Ja, was habt ihr geplant, dass wir jetzt tun, außer Kur treiben? Der Originalplan war epic. Episch essen. Episch, da haben wir mal episch essen. Episch essen ist eine gute Idee, weil episch essen muss man auch können. Das ist Wahnsinn. Danke. Weil der ist für Wahnsinn. Pass auf. Das ist ein Schnaps drin, ja. In dem Korb. Ich will mal schüchtern einschenken. Ja. Wenn nichts ist wichtig bei einem Epic Adventure, dass man sich auch epic vorbereitet, dass man weiß, worum es geht, damit man dann, wenn was ist, nichts ist und jeder weiß, worum es geht, wann es um was geht. Vorbereitung ist das A und O. Nicht nur, dass man weiß, wo man fährt, dass man auch weiß, wie man fährt, dass man auch weiß, wer was mitnimmt, sodass man ausreichend Material mit hat für Pannen und bei Verletzungen auch Erste-Hilfe-Material. Jetzt haben wir, glaube ich, genug geplappert. Wird es Zeit, dass wir uns endlich aufs Radl setzen. Gehen wir so, oder? Gehen wir so. Boah, du ist wie bei den Winnetou-Festspielen. Dort steht 3 auf dem Füßen. Warum steht da ein 3er? Weil es 3 Stunden dauert, bis wir wieder rum sind. 3 Stunden? Ja. Ja, hoffentlich findet man keinen Stau, wo ein 4er drauf steht. Das fängt schon gut an. Weißt du, wenn einmal so anfängt, dann kann das nur gut werden. Du, da brauchen wir heute nichts mehr essen. Ja. Das ist Himbeeren, das ist das beste Frühstück. Hat sich schon ausgezahlt, dass wir da sind. Die sind aber richtig gut sauer. Boah. Bringen die Verdauung in Schwung. Oder eine schwungvolle Verdauung ist immer erstrebenswert. Ja. Wenn ich an abenteuerliche Bike-Ausfahrten denke, dann denke ich zuerst ans Weiß. Und das hat einen guten Grund. Zum einen wegen dem Gewicht. Wenn wir jetzt mal so Tragepassagen oder so haben, und wir haben jetzt 18,5 Kilo, ist es halt viel einfacher, dass man die Radl einmal schultern kann über eine längere Distanz. Und von den Höhenmeter her, ich habe noch das Modell 222 mit den 325 Wattstunden, komme eigentlich 2500 Höhenmeter. Mit dem Range Extender, glaube ich, komme ich eigentlich die über den ganzen Tag. Also ich finde das Orbea Rise für dieses Abenteuer, was wir planen oder was wir machen, das beste Bike, weil man einen Motor hat, der die ausreichend unterstützt. Jetzt nicht zu stark ist, aber auch nicht zu schwach ist. Wir haben einfach ein gutes Gewicht mit 18 bis 19 Kilo. Wo wir dann auch nochmal, wenn wir irgendwelche Tragepassagen haben, das Radl rüberwuchten können. Und halt vom Fahrwerk her mit den 150, 140 mm ausreichend performen können, wenn wir irgendeinen Trail abschießen. Genau. Von daher, meine erste Wahl war Orbea Rise. Der alte Slogan, große Tour und großes Fahrrad, finde ich, ist falsch. Große Tour, das am besten dafür geeignetste Fahrrad. Und das ist in den meisten Fällen eins mit weniger Gewicht, das handlicher zu handhaben ist, egal ob beim Tragen, beim Schieben oder beim Bergabfahren. Mein Epic Adventure Bike ist definitiv das Weiß.
Ja, leck. Ja, leck. Alter, was ist denn da los? Ja, Alter. Alter. Auf der Alm und im Sommer, da gibt's was. Richtig. Haufenweise Kühe. Kühe wohnen hier. Die sind hier zu Hause. Wir, bzw. ihr, nicht. Verhaltet euch so, wie wenn ihr hier zu Gast wärt. Und akzeptiert, dass die Kühe grundsätzlich Vorrang haben. Vielleicht nicht die Gescheiteren sind, aber grundsätzlich die sind, denen man, wie soll ich sagen, wenn eine Kuh nicht will, dann will es nicht. Punkt. Soll ich sagen? Ja, wenn die erste nicht will, dann geht halt nichts. Ne? Und die erste ist halt in dem Fall leider die blödeste Kuh von allen. Lasst es einfach in Ruhe, steigt es ab, geht es daran vorbei, redet es mit einer. Grüß Gott. Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Du, das eine Rindsviech von hinten will uns überholen. Die freuen sich auch, wenn jemand vorbeikommt, der mit denen redet. Guten Morgen. Führt euch. Aber versucht nicht, Dinge zu erzwingen, die halt einfach nicht gehen. Haltet Abstand und dann wird da nichts passieren. Weder der Kuh noch euch. Ah, ey. Panorama haben wir auch super tolle Seite. Oder? Ein Traum. Wenn die Wolken nicht waren, dann bis zum Matterhorn sehen. Man muss ja in die Berge teilweise aufpassen auf die Wetterkapriolen. Weil das kann schnell umschlagen, sagen sie. Ja. Ja. Aber wir haben das im Griff. Wir haben das im Griff, weil bei uns schlagt es nicht mehr um, bei uns ist es schon da. Wow. Jetzt kann nur mehr hageln. Alle, die sowas nachmachen wollen, eine Warnung. Don't try this at home. Das ganze Video war von langer Hand vorbereitet und haben uns extra und explizit Tage ausgesucht, wo das Wetter nicht nur aus Sonnenschein besteht. Es regnet nach wie vor und irgendwie gehört für mich, für so ein bisschen Epicness, auch ein bisschen Raininess dazu. Ja, das ist eine Wiege. Ja, leck! Es kann nur mehr besser werden. Das ist die gute Nachricht. Aus, das entweder kommt Sonne raus oder es hagelt. Der hintere Weg ist schöner. Der hintere Weg ist noch schöner. Ja, keiner hat gesagt, dass es lustig werden wird. Komm! Boah, jetzt bin ich voll im. Jetzt bin ich im Lauf. Wenn es läuft, dann läuft es. Meine Kinder sagen, bei Sonnenschein kann jeder. Man kann aber auch sagen, nur die Deppen fahren bei so einem Wetter. Wow. Jetzt? Na, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Noch ein Tipp. Fäkalien von Kühen und ähnlichen Viechern, die auf der Alm rumlaufen, sind nicht gut für die Dichtungen eurer Federelemente. Auch andere Dichtungen, die ihr so am Radl habt, werden angegriffen, weil diese Fäkalien relativ scharf sind. Wascht es runter. Lasst nicht euer, Entschuldigung für das Wort, vollgeschissenes Fahrrad über die Nacht stehen. Das ist nicht so gut. Abwaschen. Ich weiß, wovon ich rede. Glaubt's mir das. Eure Federgabel, vor allem eure Sattelstütze, weil die kriegt die ganze Scheiße, ob die von hinten drauf schwitzt, die wird es euch danken, wenn ihr sie zumindest am Ende des Tages einmal ein bisschen grob reinigt und die ganze Scheiße runterwascht. Scheiße! Und zwar im biologischen Sinne. Wo geht's da jetzt weiter? Also im Zweifelsfall bergauf, ne? Ja, dann packen wir es. So, ja, das ist ein Akkuspartipp. Ja. So, Akkuspartipp über 18. Wenn du es tragst, sparst du richtig. Du, ich glaube, du bist wieder am Weg. Ja. So viele Regentage am Mountainbike habe ich schon lange nicht mehr gehabt dieses Jahr. So viele Regentage? Ja. Ich glaube nicht, dass es heute noch regnet. Aber da ist es richtig malerisch. Was? Ja, ja. Ein paar Steine. Jetzt warum bleibst du nicht stehen? Achso. Ja, das ist eine schöne Passage. Zum Glück müssen wir den nicht mehr zurück. Öha, da ist ein Wasser. Na endlich. Warte, ich muss meine Wasserflaschen auffüllen. Da liegt ein Kennzeichen im Bach. Schau dir mal an. Ich muss auch Wasser nachfüllen, weil das so heiß, da brauche ich was zum Trinken. Warte nicht, du kriegst nasse Schuhe. Lass mich das machen. Ja, ich hab die Erfahrung.
Wie ich zu dir zur Hütte gekommen bin, bin ich auch schon durch den Bach. Achtung! Ein Tölzer! Ein Tölzer! Nicht, dass das jetzt der Sturm hat. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nächsten Karabiniere geben wir das. Sag ihm, wo schaut er schon vorne? Der Alupreis ist eh noch hoch. Der Alupreis, was das einschmilzt? Nein. Du kannst da zwei Kurbel draus machen. Ah, ja, ja, ja. Also wenn man jetzt einmal eine Flussdurchquerung hat oder eine Bachdurchquerung, würde ich jetzt schon sagen, dass man die Sachen trocken hält, dass man einmal Schuhe und Socken auszieht, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Weil wenn dann die Tour noch länger ist, einfach nur 6 Stunden, dass man trocken ist, gerade wenn jetzt die Temperaturen auch nicht so hoch sind. Wenn es jetzt 30 Grad ist, ist man mal um eine Abkühlung froh, aber sonst ist es eigentlich besser, man hält sie trocken. Weißt du, was jetzt geil war? Ein Buggy! Wir sind richtig. Da ist eine Markierung. Ja, leck. Ja, lecke. Was heißt, da geht's aber gescheit auf wie auf Italienisch? Molto auf. Molto auf. Aber keiner hat gesagt, dass es lustig werden wird. Nein. Eher Schirm oder eher Drang? Da darf ich jetzt wirklich Drang. Das ist auch besser für den Akku. Das ist besser für den Akku und da können wir dann einfach weiter, genau. In einer halben Stunde. In einer halben Stunde schaut es ganz anders aus. Ich glaube, da schneit es. In einer halben Stunde. Aber wenn es gut ist, dass es ringt. Da ist weniger los. Da ist weniger los? Ja, da wäre sonst der Verkehr, das glaubst du nicht. Nein, das ist eigentlich das, was so schön macht, weißt du? Kein Handy. Nicht einmal der Garmin geht. Aber der Weg ist richtig. Aber der Weg ist Bombe. Ja. Es wird nie so schlimm, wie man glaubt, dass es ist. Es wird immer schlimmer. Besser als jedes Kartenmaterial, besser als jede komische App, die eine Internetverbindung braucht, die wir da eh nicht haben, ist immer, wenn du einen dabei hast, der sich auskennt, der jeden Weg in- und auswendig weiß und genau weiß, wie lange man jetzt da noch nach oben tragen muss. Und genau in dem Moment bin ich froh, dass ich das Radl mit habe und kein anderes. Das tragt sich ein bisschen leichter. Das ist ein massiver Vorteil. Ist der Weg auch noch so steil? Ein bisschen was? Ein bisschen was geht allerweil. Ein bisschen was geht allerweil. Aber niemand hat gesagt, dass es lustig werden wird. Aber kein Radl tragt sich so schön wie das. Nein, das liegt jetzt direkt drinnen. Das liegt so richtig schön zwischen dem 7. und 8. Wirbel. Fantastisch. Da verkeilt sie sich. Da verkeilt sie sich, so ehrlich. Hört, da oben ist eine Markierung. Ja. Wir sind richtig. Anfahren tun wir aber dann dafür drüber an Seiten, gell? Ja, ja. Ja, schade. Ah, freu dich schon mal auf den Espresso. Ich freue mich schon auf den Espresso. Wo gibt es einen Espresso? In Italien. In Italien. Espresso Doppio. Siehst du, was ist hier? Siehst du, was ist hier? Die Sonne kommt aus. Fahren wir schnell weiter, wenn nicht, dass wir schwitzen werden. Das ist aber der Panorama, weißt du? Da lohnt sich jeder Höhenmeter dafür.
wenn die Bergspitzen in der Morgensonne erglühen, da geht das Herz auf. Aber schön ist da. Schön aus und schön still. Steckst von einer Scheiße in die andere. Das ist eine epische Scheiße. Ich weiß noch nicht, das Wort ist. Aber was ist eigentlich für dich episch? Was würdest du bezeichnen als epischen Bike-Ausflug? Ist Epicness nicht irgendwie eine ganz individuelle Sache, die jeder für sich selbst definieren kann und oder muss und davon abhängt, was man sonst so treibt? Können nicht auch kleinere Dinge sehr episch sein für Menschen, die sonst noch kleinere Dinge in Angriff nehmen? Schreib mir unten rein in die Kommentare, was du meinst zum Thema Epic und was für dich ein Epic Bike Ride sein soll oder kann. Boah, du Scheiße. Wenn ihr einmal das Abenteuer genießen wollt, mit EMTB oder ohne, auf dem Biobike, dann könnt ihr gerne auf meine Homepage gehen, www.bergglühen.de, und da würde mich freuen, genau, wenn wir gemeinsam mal auf Tour gehen. An der Stelle ein großes Dankeschön an Toni für die Geduld und die Mitarbeiter an dem Video. Das waren fantastische Tage auf der Alm, also auf der Alm, mitten in den Berg, bei wundervollst, prachtvollsten. Bei welchem Wetter fährst du lieber? Bei so einem Prachtwetter wie heute oder doch, wenn die Sonne scheint und es heiß ist? Der Vorteil bei so einem Prachtwetter wie heute ist, dass man relativ allein ist. Da sind sämtliche Viecher auch nicht mehr am Weg. Also von daher, gerade beim Alpengross kommt man eh nicht aus und muss man es so nehmen, wie es ist. Und gerade bei dem Jahr haben wir es jetzt schon öfters gehabt, dass es renkt. Genau. Die Mischung macht, wie bei allem. Oft glaubt man, es wird nicht schlimmer. Da fängt es an zum Hageln und zum Schneiden. Epic Bike Adventure. Weißt, die Leute wollen ja immer total epische Adventures haben und es geht ja keiner mehr normal Radl fahren. Wie definierst du für dich tolles, weil ich sage es bewusst nicht episch, weil ich glaube, das Wort ist überstrapaziert, aber ein richtig tolles Fahrradabenteuer? Für mich ist ein episches Abenteuer, das hängt auch von der Leute, von den Gruppen ab, wenn da einfach, wenn man eine harmonische Gruppen hat, wenn man gemeinsam das Abenteuer teilen kann. Das muss nicht immer schneller, höher, weiter sein, sondern einfach ja, cooler Bergaufweg und ein schöner Trail dann zum Schluss ist natürlich wünschenswert. Na Prag. Und da geht es jetzt noch auf. Da geht es noch auf, ja. Ja, na gut. Niemand hat gesagt, dass es noch lustig wird. Ja.